Anmelder, der seinen Namen hergegeben hat, damit das hier stattfinden kann, weil das Hoffest hier verboten worden ist. Du bist gleichzeitig auch Anrainer hier, hast einen kleinen Gewerbebetrieb, ein paar Häuser weiter und kannst vielleicht mal einfach kurz sagen, was jetzt hier diese Woche passiert ist, warum man nicht auf diesen scheiß Parkplatz kommt. Es ist ja so gewesen, das ist nicht in den letzten Wochen angefangen, sondern wir sind auch als Anwohner, als Anrainer, jetzt ich persönlich als Kleingewerbetreibender auf dem Gelände seit gut 2 Jahren schon dabei, hier an dieser Planung zu versuchen, irgendwie teilzunehmen. Mit dem Ziel natürlich, um das, was es auf dem Gelände schon gibt, an Kleingewerbe und an Aktivitäten zu erhalten und in den neuen Stadtteil dann integrieren zu können. Jetzt ist es aber so gewesen, dass wir in diesen 2 Jahren eigentlich das Gefühl haben, da geht nichts voran. Wir sind zwar offiziell in der Maschinerie mit drin, aber das, was von unserer Seite irgendwie da reingetragen und gefordert wird, das findet keinen Rückhalt. Deswegen hatten wir auch zusammen mit den Anwohnern überlegt, man könnte doch mal jetzt in diesem Sommer einen Aktivsommer starten und ein Fest feiern und dieses Mitreden wollen auf die Straße tragen. Und zwar genau da auf die Straße, wo dann auch gebaut werden soll. In diesem alten Güterbahnhof gibt es einen wunderschönen Hof, wo man tadellos ein Hoffest hätte machen können. Naiv vielleicht, weil es nicht mehr Bahngelände, sondern Privatbesitz ist. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir hier heute mit unserem ganzen Material ankamen und unser Fest feiern wollten und es dann vor diesen Zäunen standen und uns was Neues überlegen mussten. Einer der Investoren, denen das Gelände hier gehört, das ist die sogenannte Aurelis. Die hat ja auch sehr nervös reagiert. Ich bekam diese Woche auch nur einen Anruf. Ich selbst mache bei Lux und Konsorten mit. Das ist so ein Zusammenschluss von Altonaer Gewerbetreibenden, die schon seit einiger Zeit auf der Suche nach 7.500 Quadratmetern sind für einen Gewerbehof. Das ist in Altona aktuell schwierig bis unmöglich. Aber okay, diese Leute riefen also an. Und da kam dann dieses wunderschöne Zitat bei raus, was sie hier machen, das ist die Hölle für uns. Es wurde dann ja gleichzeitig mit Security und anderen jetzt die Woche hier über schon angefangen. Und wie weit hat das jetzt eure Arbeit hier vor Ort beeinträchtigt? In der Harcourtstraße 125 sind ja auch schon die ersten Betriebe geräumt worden, oder ist das falsch? Fast das gesamte Gebäude 125 ist jetzt schon leer. Für uns sieht es so aus in der 123, dass wir voraussichtlich noch 1 Jahr bleiben können. Aber bei gestern wurden halt Zäune gezogen und jetzt muss man halt immer bei der Security anfragen, um auf den Hof zu fahren und wieder runterzukommen. Das ist im Moment so der etwas merkwürdige Stand der Dinge für uns. Aber uns wurde halt gesagt, es könnte halt gefährlich werden an diesem Wochenende. Es wäre ja eine politische Kundgebung geplant und sie müssten für unsere Sicherheit sorgen. Wir sind auch angeschrieben worden als Mieter vorher von Aurelis mit einem netten Schreiben, was uns aufforderte, unser Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, die Fahrzeuge vom Gelände zu entfernen und uns notfalls auf der Seite von Lux und Konsorten zu informieren, was denn hier anliegt. Ihr habt ja mit der Aurelis auch selber schon mal Gespräche gehabt. Was haben die euch eigentlich angeboten? Weil ich meine, ihr seid ja da. Gut, das ist alter Bahngrund, ihr habt einen Mietvertrag, aber
Was sagen die dann zu euch oder wie sieht das dann aus im Gespräch? Wir hatten tatsächlich Gespräche mit der Aurelis darüber, ob sie uns nicht zumindest Ausweichflächen zur Verfügung stellen können, weil sie ja das Gebäude, in dem wir zurzeit arbeiten, auf jeden Fall abreißen wollen. Das hieß dann immer, die Aurelis würde uns auch ein Angebot dazu machen. Dieses Angebot ist konkret aber bis heute noch nicht gekommen. Mit der Begründung, denn sie wüssten ja selber noch nicht, wie sich das Ganze hier entwickelt, wie das Angebot auch ausfallen wird. Wir werden immer nur in sogenanntes entwickeltes Gelände kommen und das heißt, wir können die Mieten dann nicht mehr bezahlen. Skandal, dass hier ein riesengroßes Gelände, wo ein neuer Stadtteil entstehen wird, verscherbelt wurde und die Planung eigentlich komplett in den Investorenhände gegeben wurde. Und das nervt uns kolossal. ICE und die anderen Konzerne Aurelis, die haben das hier irgendwann mal für 61 Euro gekauft, den Quadratmeter. Da haben wir gesagt, das, was wir brauchen, 7500 Quadratmeter, macht 450.000 Euro ungefähr. Das kriegen wir mit vielen Leuten auch noch irgendwie zusammen. Das heißt, wir würden eigentlich gerne einsteigen, hier mal zurückzurechnen, einsteigen in den Grundstückspoker und sagen, wir gehen mit, wir kaufen hier einen Teil zurück, weil wir keinen Bock haben, dass es hier ein Stadtteil wird, der nur von Investoren geplant wird und eine soziale Planung oder eine alternative Planung von unten, die gar nicht stattfindet und in komischen Beteiligungsverfahren über Jahre verschlissen wird. Das kotzt uns an und deshalb sind wir hier und auch wenn wir nicht auf den Hof können, hier auf der Straße und hoffentlich lange und mit vielen. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch lieber Billy und Pöller und Smollern aus Altona raus. Im Hardcore, Hardcore, im Hardcore, im Hardcore, auf der Hardcore-Straße. Hardcore-Straße, die ist besetzt, die ist besetzt. Jetzt hol dich raus, jetzt mach es wirklich aus. Mach es aus. Wie viele Leute seid ihr im Koordinationsgremium? Wir sind am, ich glaube, 2. Dezember gewählt worden auf einem Bürgerforum. Und seitdem spielen wir oder sollen wir mitspielen in diesem Prozess der Bürgerbeteiligung. Laut Senatorin ist es, glaube ich, das teuerste Bürgerbeteiligungsverfahren Hamburg sowieso. Ich glaube sogar deutschlandweit. Also sie wahrscheinlich ganz Europa. Mindestens, ja. Uns ist da halt eben ein bestimmter Part zugedacht worden, der weniger mit Beteiligung zu tun hat, als mehr mit Information. Wir haben das dann aber irgendwie etwas, sagen wir, ausgeweitet und anders interpretiert, indem wir uns eingemischt haben, auch Kritik geäußert haben, auch Punkte aufgegriffen haben, die aus unserer Sicht in der Planung völlig schlecht oder gar nicht durchdacht worden sind. Und haben gedacht, da wären halt eben noch bestimmte Möglichkeiten, da im Sinne der Menschen aus Altona Verbesserungen zu erreichen. Und müssen eigentlich konstatieren, dass wir im Laufe dieser Zeit, also seit letzten Dezember, immer mehr schlechte Erfahrungen mit dem ganzen Verfahren gemacht haben. Denn alles, was wirklich von unten, von den Menschen kam, an Kritik oder auch an Anregungen, an Verbesserungsvorschlägen, eigentlich durchgängig immer abgebügelt wurde und letztendlich gar nicht erwünscht war. Wir sollten also eigentlich, so ist unser Resümee, mehr so eine Kulisse bilden in dieser ganzen Farce namens Bürgerbeteiligung. Teuerstes Beteiligungsverfahren, das heißt, ihr habt jetzt euch richtig Geld in die Tasche gesteckt oder wie muss ich das verstehen? Ganz genau ebenso nicht. Also von dem teuersten Beteiligungsverfahren merken wir überhaupt nichts. Wir kriegen keine Gelder, wir dürfen uns im Infozentrum treffen, wenn da keine anderen Veranstaltungen stattfinden. Wir bekommen noch nicht mal Wasser für unsere Veranstaltungen, wir bekommen nichts. Aber was zum Teufel ist dann so teuer an diesem Verfahren? Also ein Beispiel ist mal, dass halt eben mehrere Professoren da engagiert wurden, die also professionell solche Verfahren begleiten, moderieren. Die haben sich dann bei uns auch gleich ungefragt sozusagen an den Tisch gesetzt und wollten uns sozusagen anleiten. Das war eigentlich die erste Sitzung, in der wir gleich darum gebeten haben, dass sie uns da das selbst machen lassen sollen. Und eigentlich Professor Gessenhärter war das. Das war also der eigentlich vorgesehen war.
den haben wir eigentlich relativ schnell rauskomplimentiert. Dann hat er noch mehrere Anläufe unternommen, um sich da wieder reinzubringen. Das hat dann aber alles nicht mehr so geklappt in seinem Sinne. Ich denke, diese Leute bekommen richtig viel Geld dafür. Die haben Stundensätze von, ich tippe jetzt einfach mal, mindestens 200 Euro. Da kann man also ungefähr sich ausmalen, wo das Geld dann bleibt. Wenn wir ein paar Kopien machen wollen, müssen wir Anträge an die BSU stellen. Das ist alles unglaublich mühsam und letztendlich versuchen wir also alles dann notgedrungen selbst zu organisieren und zu finanzieren. Also man sieht es auch an diesem Fest, also wir haben hier keine Infrastruktur zu beisteuern können, weil uns die Mittel dafür fehlen, die halt eben sonst wo versickern in teuren BSU-Broschüren. Ihr macht das ja alle ehrenamtlich, ihr werdet den ganzen lieben Tag was zu tun haben. Euch gegenüber stehen Investoren mit Anwaltsbüro, Stadtplanersbüro, Architektenbüros. Dann werden vorbereitende Untersuchungen gemacht und dann lest ihr so zwischen Tagesschau und Abendfilm dann mal so schnell 70, 80, 90 Seiten und diskutiert darüber und habt dann welche Chance, dass das Gehör findet? Oder ist das überhaupt so oder wie sieht das bei euch aus? Im Grunde haben wir uns die dicken Schinken sozusagen von vorbereitenden Untersuchungen und Masterplan immer ganz gut aufgeteilt, haben die zusammen durchgearbeitet in dem Maße, wie wir es konnten. Und wir sind eigentlich auch alle der Meinung, dass wir eine recht qualifizierte Arbeit machen können, obwohl wir es eben ehrenamtlich machen. Und mir geht es eigentlich im Grunde darum, mir anzugucken, ob die Sachen, die sozusagen durch ein so aufwendiges Beteiligungsverfahren versprochen werden, dass man Inhalte einbringen kann, ob das realisierbar ist. Und das ist eben nicht so, sondern es ist meiner Ansicht nach so, dass das Beteiligungsverfahren diesen Zweck nicht erfüllt. Wir haben eigentlich als Grundlage für unsere Arbeit waren die 568 Bürgerforderungen, die sind großenteils gar nicht berücksichtigt worden, beziehungsweise richtig abgelehnt worden. Ihr habt ja dieses Moratorium mit auf den Weg gebracht, wo eigentlich gesagt wurde, okay, das ist wichtig, dass hier schnell gebaut wird, das ist auch wichtig, dass hier günstig gebaut wird, das ist wichtig, dass hier was passiert, aber man muss quasi einen Rahmen finden, in dem die verschiedenen Interessen ausgehandelt werden können und bisher sind hier so die fünf Investoren am Start. Was habt ihr denn da so an, sag ich mal, Resonanz von der BSU bekommen? Das war ja schon ein kleiner Konflikt, weil die fühlten sich ja etwas beleidigt, dass ihr auf einmal nicht mehr die Rolle angenommen habt, die ihr spielen solltet. Das Moratorium ist ja angenommen worden, es hat aber überhaupt gar keine Konsequenzen gehabt. Die Senatorin Blankau und Herr Sachs haben ja gleich gesagt, das spielt für uns überhaupt gar keine Rolle, wir müssen hier irgendwie schnell bauen. Das Moratorium, was wir wollten, um einfach auch mehr Zeit zu haben, sich in Themen einzuarbeiten, hat überhaupt nicht stattgefunden. Unser entscheidendes Ziel bei dem Moratorium war ja auch zu gucken, dass der Masterplan so nicht verabschiedet wird, wie er verabschiedet werden soll. Und das ist jetzt der Fall im September, am 26. September. Es scheint so zu sein, dass sich das so abzeichnet, dass die über unsere gesamten Forderungen und von den Bürgern hinweggehen und das einfach durchziehen, so wie sie es in der Bezirksversammlung auch schon gemacht haben. Was ist also der Deal von so einer Abwendungsvereinbarung? Die Abwendungsvereinbarung wird versucht, mit den Investoren zu schließen, diesbezüglich, dass die Stadt versucht, dass möglichst viel von den Forderungen oder von denen, was die Bürger wollen, mit umgesetzt wird bei den Investoren. Das ist notwendig, als erster Schritt immer auf die Investoren zuzugehen und mit denen versuchen, so eine gütliche Einigung zu finden, dass das möglichst viel realisiert wird, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Unserer Meinung nach wird diese Verhandlung aber irgendwo nicht hart genug geführt. Nein, so geht es nicht weiter. Wir können das Ganze auch nach dem Baugesetzbuch § 165 abfahren. Dann wird eben den Investoren die Gebiete zurückgekauft und wird im Sinne der Stadt und den Bürgern entwickelt. Ich meine, hier werden ja Tatsachen geschaffen. Die Karlsberg-Holsten hat verkauft an die ECE. Da werden ja sozusagen die ersten Gewinnabschöpfungen schon gemacht für diejenigen, die lieber Bier als Grundstücke verkaufen. Aber da hat die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch gemacht. Das würde ich jetzt sagen, im Moment gehen hier die Grundstücke noch zu einem Preis über den Tisch, der diskutabel ist. Habt ihr da Einfluss zu sagen, also wir empfehlen Bingo, kaufen und dann machen wir das selber auf dem Gelände? Also letztendlich hört ja auf uns niemand. Gut. Wir können immer viel sagen, wir sagen das natürlich auch, aber hören tut auf uns überhaupt niemand. Die BSU sagt immer, nein, wir können ja nichts machen, entscheiden tut ja die Politik. Wenn man mit der Politik spricht, sagen sie, nein, also wir können nichts machen, das entscheidet die BSU. Aber gibt es da ein Argument, warum nicht gekauft wird? Also wo man sagen könnte,
Okay, ihr steht da für eine andere Idee. Die Baugemeinschaften suchen Hängring. Was, das ist klar. Da redet man nicht über irgendwann fertige Wohnungen, die für 2.500 Euro über die Bühne gehen. Das würde man noch sagen können. Okay, im Moment wird hier für, ich glaube, 180 Euro oder 120 Euro verkauft. Da können Leute einsteigen und planen mit. Und dann gibt es da so einen wenigstens kleinen Happen auf diesen 17 Hektar, glaube ich, die es jetzt erstmal sind, die verkauft werden oder die im Gespräch sind. Also generell könnte man ja sagen, dass die Stadt die Möglichkeit hätte, wenn sie das denn wirklich wollte, dieses ganze Gebiet in Eigenregie zu entwickeln. Also sie könnten das von den Eigentümern kaufen, in Eigenregie entwickeln, müssten den Eigentümern das dann nochmal wieder anbieten, zum Rückkauf sozusagen. Aber sie könnten hier im Prinzip als Stadt wesentliche Dinge, die sie vielleicht möchten, umsetzen. Unsere Erfahrung ist aber, dass die Stadt genau diese Möglichkeit eigentlich so wie der Teufel das Weihwasser fürchtet. Sie sagen also von Anfang an immer, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir möchten gerne, dass das in Privatregie bleibt und von den privaten Eigentümern, den Grundstückseigentümern hier selbst gemacht wird, damit wir als Stadt halt eben nicht mit dieser ganzen Planung und diesem Riesenvorhaben belastet werden. Kurz dazwischen, ich meine, die Baugemeinschaften wären ja formalrechtlich auch privat. Da könnte man ja sagen, okay, da haben jetzt 4/5 des Geländes werden, sag ich mal, von den großen europäischen Grundstückskonzernen gemacht und 1/5 wird jetzt mal hier von Baugemeinschaften geplant und das wäre in dem Sinne auch privat, aber... Genau, das wäre was, was die Stadt zum Beispiel in diesen sogenannten Abwendungsvereinbarungen durchsetzen könnte. Weil dieses Gebiet halt eben zum Entwicklungsgebiet erklärt worden ist, hätte die Stadt die Möglichkeit, mit den Eigentümern in diesen Verhandlungen bestimmte Dinge durchzusetzen. Sie können also sagen, okay, wir werden das hier nur sozusagen freigeben für Wohnbebauung, wenn ihr im Gegenzug so und so viel Prozent für Baugemeinschaften baut. Das sind die Sachen, die seit Monaten schon in geheimen Verhandlungen vielleicht, wir wissen es nicht, zwischen Stadt und Eigentümern verhandelt werden. Was da rauskommt, weiß im Moment keiner. Die Stadt begibt sich natürlich von Anfang an in eine sehr schwache Position. Sie sagen, wenn unser Part ist, dafür zu sorgen, dass ein bestimmter Anteil Sozialwohnungen hier entstehen, nämlich diese 30%. Und wenn wir das durchgesetzt haben, dann ziehen wir uns sozusagen raus und alles andere können die privaten Eigentümer in Eigenregie dann machen. 52% aller Hamburgerinnen haben im Prinzip Anspruch auf sozialen Wohnungsbau auf dem ersten Förderungsweg. Insofern müsste der Drittelmix von 33% auf 52% erhöht werden. Das wäre die eine Option. Das wäre immer noch städtisches oder öffentliches Geld, was private Finanzierung oder private Gewinne ermöglicht. Aber es würde natürlich eine andere Planung bedeuten. Warum sagt ihr da nicht einfach, auf uns hört eben keiner oder du hast das Gefühl, inhaltlich wird das hier überhaupt nicht angenommen und so geht's nicht und dann steht halt mal der Kaiser ohne Kleider da. Worauf hofft ihr da weiter mitzumachen, nachdem eure ganze Bilanz jetzt eher durchwachsen klingt? Man kann es ja vielleicht auch an dem letzten Gespräch, was wohl im Stadtentwicklungsausschuss stattgefunden hat, festmachen, dass dort mit einer unglaublichen Arroganz, sage ich mal, von der Senatorenseite mit solchen Äußerungen umgegangen wird. Frau Blankau redet, da müssen wir eine Revolution machen. Michael Sachs macht ja auch manchmal solche Sätze. Ich würde ja immer sagen, bevor man über Revolutionen redet, weil die macht man tatsächlich, redet man über die Verantwortung von Leuten, die in Ämtern sind für bestimmte Sachen und da sollen solche Leute sich nicht auf eine Revolution rausreden. Was sollte eurer Ansicht nach unbedingt noch passieren hier? Eine Kleinteiligkeit der Bebauung, nicht 1, 2, 3 große Investoren, sondern dass viele Leute die Möglichkeit haben, sich als Baugemeinschaften einzubringen und dadurch eine Vielfältigkeit und Kleinteiligkeit zu realisieren. Ich kann dann nur zu sagen, Teilhabe statt Teilnahme. Die Stadt müsste endlich eine aktive Rolle in diesem Prozess übernehmen und nicht das Feld und die Initiative den Privateigentümern überlassen. Mehr Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit, damit vielleicht sich noch was bewegen kann. Wir, Lux und Konsorten, das Koordinierungsgremium und viele Leute aus Altona erheben Anspruch auf dieses Gelände. Wir finden, das Gelände hat mehr verdient als das nächste Entwicklungsprojekt zu werden, auf dem sich Hochtief oder Redwood Grove oder auch die ECE ihre Renditen sichern. Und deshalb finden wir, müssen wir hier mitreden. Wir haben Vorstellungen, was dieses Gelände angeht. Wir finden, hier muss es bezahlbaren Wohnraum, hier muss es bezahlbaren Gewerberaum geben. Wir sehen nicht, wie diese Vorstellungen bei der derzeitigen Planung in irgendeinem Maße tatsächlich realisiert werden können. Und deshalb sind wir hier,
um notgedrungen auf der Straße dieses Fest abzuhalten, denn die Aurelis, hinter Aurelis verbergen sich hochtief und jener ominöse Immobilienfonds namens Redwood Grove, der seinen Sitz auf den Cayman Islands hat. Diese beiden Investoren wollten uns unser Hoffest nicht dort im Innenhof machen lassen. Ein Gelände, was seit Jahren als Parkplatz genutzt ist und auch nie abgesperrt war. Deshalb haben wir gedacht, können wir da ja auch mal feiern. Nein, sie haben Wind davon bekommen und haben das hier weiträumig abgesperrt mit Security-Kräften umstellt. Und jetzt kommen wir da leider nicht drauf. Deshalb machen wir das hier auf der Straße. Und naja, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Bild dafür, was hier gerade passiert. Dass nämlich ein Stadtteil quasi unter Ausschluss der Anwohnerinnen und Anwohner geplant wird. Das Koordinierungsgremium, was sich ja eben schon vorgestellt hat, ist ja quasi der Ausschuss von Bürgerinnen und Bürgern, die sich darauf eingelassen haben, bei dieser Planung teilzunehmen und die nach anderthalb Jahren frustrierendem Pseudo-Mitreden das Handtuch geschmissen haben und gesagt haben, wir machen so nicht weiter mit, wir fordern ein Moratorium, wir wollen eine bessere Planung für Altona. Auch mit denen wurde nicht wirklich darüber gesprochen, was man da besser machen kann, sondern sie wurden abgewiegelt. Teilweise kamen eben ganz lapidare Kommentare der BSU zu den ganz konkreten Bürgerforderungen. Vorhin wurde schon erwähnt, dass wir ein Gremium sind ohne eigenes Budget, also wir haben noch nicht mal Filzstifte. Das ist hier ein bisschen schwach geworden, aber irgendwie wird es schon laufen. Hallo, BSU, ich fordere maximal 25% Eigentumswohnung. Stellungnahme der BSU. Die soziale Mischung von Wohnvierteln ist Senatsziel. Die vorhandenen Instrumente zur Verhinderung von Gentrifizierung werden zur Anwendung kommen. Im Übrigen sind diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft. Hallo, BSU, ich fordere einen Anteil von höchstens 25% Eigentumswohnung und ich möchte, dass das zur Kenntnis genommen wird. Stellungnahme der BSU. Die soziale Mischung von Wohnvierteln ist Senatsziel. Die vorhandenen Instrumente zur Verhinderung von Gentrifizierung. Hallo, BSU, ich habe eine konkrete Forderung gestellt und ich erwarte auch eine konkrete Antwort darauf. Schließlich spielt die Begrenzung des Anteils an Wohneigentum eine wichtige Rolle für die soziale Mischung in diesem Quartier. Stellungnahme der BSU. Die soziale Mischung von Wohnvierteln ist Senatsziel. Die vorhandenen Instrumente zur Verhinderung von Gentrifizierung. Verdammt nochmal! Ich will jetzt endlich wissen, was mit meiner Forderung passiert! Stellungnahme der BSU. Die soziale Mischung von Wohnvierteln ist. Na prima. Das war ja eine echte Bürgerbeteiligung. Und zudem noch die teuerste seit Menschengedenken.
Die Polonaise, die sollte natürlich dann auf den Hof gehen und wie wir alle gesehen haben, da kamen wir nicht durch, da wurde man auch gleich nervös. Eine Begehung des Geländes ist leider heute nicht möglich, was wir sehr bedauern, denn wir haben ja einiges vor in diesem Gelände. Wir wollen es ja sogar kaufen. Einstiegspreis 61 Euro pro Quadratmeter. Wir warten auf Angebote der Gegenseite, um in Verhandlungen zu treten. Leider hat sich die Gegenseite bisher heute nur gemeldet in Form einer Totalsperrung des Geländes, was wir ehrlich gesagt unhöflich und auch keine Verhandlungsbasis empfinden. Wir kommen natürlich wieder, denn wir wollen ja gerne wissen, was wir da kaufen. Wir wollen ja nicht die Katze im Sack kaufen, wir wollen ja sehen, was da drin ist und was man da alles drin machen könnte. Und wir wollen es euch auch zeigen. Wo singen wir denn jetzt? Ja. Die Zeit ist reif, das Feld zu mähen, wenn Bösartigkeit in Überhand. Es ist kein Platz mehr, um zu sehen, das Unkraut wächst übers ganze Land. Der Sommer ist bald zu Ende, hört der Trompeten Signale. Steht auf, O Zion, und macht fürs Gefecht euch bereit. Schleicht mutig einen neuen Weg, eines nur eines Menschen Fußtritt breit. Entbehrungen könnt ihr ertragen, da ihr sein Erbe erhaltet. Verzagt nicht, O Geliebten, wenn euch der Adler mit blutigen Hieben und grausamen Klauen niederschlägt. Dieses Protestlied wurde überall auf den Straßen in Hamburg gesungen zu der Zeit. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich bin nicht böse geboren, ich wollte meine Zähne für meinen Bruder und für mich. Wie ihr seht, wird mit Spannungsbogen gearbeitet. Zaubern ist keine Trickserei. Das ist einfach nur eine veränderte Wahrnehmung von Wirklichkeit. Da wird einfach mal richtig was verrückt. Ich bin erlaubt, die nächste Nummer vorzuführen. Ich bin erlaubt, alle Gegenstände, die ich gleich in die Hand nehme, in die Hand zu nehmen. Und das hier ist die Erlaubnis. Es ist der kleine Waffenschein. Mein lieber Till, denn wir spielen jetzt ein Spielchen. Und dieses Spiel heißt russisches Roulette. Tu alles das, was ich sage. Gib mir bitte eine Münze, Till. Und ein Stückchen Gaffertape. Ich werde mir jetzt die Augen verkleben. Das tut höllisch weh. Till, gib mir bitte noch ein längeres Stückchen Tape. Und jetzt bitte, Till, kleb alle Bänder richtig fest. Drück sie doll an. Ich bin jetzt blind wie ein Maulwurf. Ich brauche deine Hilfe. Vertausche diese Schilder wie ein italienischer Hütchenspieler. Vertausche die Position der Schilder. Und wenn du magst, kannst du sogar die Position der Pistolen vertauschen. Liebe Freunde, was jetzt gleich passiert, ist amtlich erlaubt. Ich möchte euch bitten, nennt eine Zahl zwischen 1 und 3. 1, 2 oder 3? 1! 2 ist gewünscht. Ist 2 gewünscht? Till, ich möchte dich bitten, nimm Waffe Nummer 2 vom Tisch und steck sie in deine Hosentasche. Ich bitte jetzt um eine weitere Zahl. 1 oder 3? 3. Till, nimm Waffe Nummer 3 in deine linke Hand. Steck sie in mein Ohr. Und ich zähle gleich bis 3.
Und bei drei, aber erst bei drei drückst du ab. Eins. Nicht so doll drücken, das tut weh. Eins. Zwei. Drei. Schwein gehabt. Legt die Waffe zurück. Es bleibt eine übrig auf dem Tisch. Wenn ich mich nicht täusche, nimm diese Pistole, leg sie in deine linke Hand, gib mir deinen Unterarm und steck sie in mein Ohr. Ich zähle jetzt wieder bis drei. Und erst bei drei drückst du ab. Eins, zwei, drei. Schwein gehabt. Es bleibt eine übrig. Setz jetzt deinen Kopfhörer auf. Nimm sie aus deiner Tasche. Ziel auf niemanden und drück bei drei ab. Niemanden anzielen bitte. Auf den Fußboden zielen. Eins, zwei, drei. Halleluja! Ich möchte tatsächlich neue Pforten öffnen. Ich möchte neue Tore öffnen. Und mir hat ein Vöglein gezwitschert, dass sich jetzt gleich eine Tür öffnet. Ich selber habe rechtlich damit nichts zu tun. Ich bin da völlig draußen. Kennt ihr einen Zauberspruch, Kinder? Aber Abracadabra, der ist super. Den habe ich noch nie gehört. Fantastisch. Sehr gut. Und wenn ihr das jetzt mal alle bei drei ganz laut sagt, dann passiert was Unglaubliches. Eins, zwei, drei. Ich möchte sagen, dass Eva Hechner, dass ich nun mit ihrer sozusagen eine Tür geöffnet hat, erlaubt uns jetzt eine Begehung der Halle und insofern haben wir die einzigartige Gelegenheit, in die Polizei auf den Weg zu nutzen, sozusagen, ich wollte wissen, was sie da tun. Und dort ist die Inhalte. Sind jetzt heute drin, ja. Auf jeden Fall können wir jetzt sagen, diese Tür hat sich geöffnet. Sie aber alles ohne. Dann gehen Sie doch zurück. Sie auch nicht. Lassen Sie die Leute in Ruhe. Sie haben jetzt sozusagen ihre kleine, feine Niederlage einräumen müssen. Die Tür ist offen. Die Leute rauszulassen, ist nicht einfach. Die Tür auf, die Leute rauslassen. Genau so.
die Leute raus. Also unseren Informationen nach geht es um Hausfriedensbruch, was wir für absurd halten, weil... Es war gar kein Haus! Es war kein Haus, kein Haus, es war eine Halle und es war Magie. Die Materie selbst hat hier die Eintrittsgrenze überschritten und da kann doch keiner was für, wenn Leute sich das dann mal anschauen wollen. Also kein Hausfriedensbruch, lasst die Leute raus, entspannt euch. Nicht sich auf diesen Money Talk einzulassen, also dieses Gerede, dass es nur um Geld geht, nur darum, wer hier als Investor rein kann. Ein Masterplan, der nicht für die Mehrheit gemacht ist, ist ein schlechter Masterplan. Wir müssen unsere eigenen Pläne machen und wir müssen versuchen, sozusagen unsere Mehrheitsposition auszuspielen. Abracadabra. Ah, Tim, die Tür geht auf. Ah. Ist es Zauberei? Sie haben gesehen, wie die heiligen Hallen aussehen. Sie können uns sagen, was uns dort erwartet. Ihre Personalien sind festgestellt, aber Sie haben dafür Einsicht in das Innere dieser vielleicht wunderbaren Halle bekommen. Einen extra Applaus hier für die ganzen Leute. Und wir sehen uns, wann immer wir hier in diesen Hallen sein möchten.